aufgenommen. Oh, du hast doch nichts dagegen. Doch, das geht mir so auf den Puffer, ey. Dieser Sack, ganz ehrlich. Langsam nervt's. Will ich jetzt nicht investieren. Für Fracht. Ich will eigentlich die hier haben, die Reindeer. Was ist denn an Analyst? Erzeugt durch Falschmeldung eine Hysterie auf dem Aktienmarkt und erhöht oder senkt damit den Aktienkurs eines Unternehmens. Wäre natürlich nicht schlecht für unsere Aktien. So, dann machen wir ein bisschen böse. Erhöht den Ticketpreis für Passagiere um 4%. Ja, wir haben nicht genug Kohle. Schlecht. Ah, wir können mal Folgendes machen. Firmenanteile. Haha. Noch ein zufriedener Investor. Ja. Weil es günstig gerade ist, mein Freund. Probleme in Port Augusta. Reporter deckt Missstände auch mal wieder. Mein Reporter hat deinen Laden mal genau unter die Lupe genommen. Ja, ja, du mich auch. Mein Gott. Was ist mit dir hier? Prämie für neue Industrie immer noch. Wird knapp. Vielleicht sollte mein Spion beim nächsten Mal lieber etwas zurücklassen. Was ist mit euch hier? Warum wollt ihr nichts mehr? Fleisch. Lager voll. Das Problem kenne ich. Diese verfluchten Heizwasserpumpen. Der hier hinten auf dem Puffer. So, wir holen uns jetzt die Reindeer. Sieh dir mal diese schicke neue Ventilsteuerung an. Herrlich. Ich habe keine Ahnung, woher dieser Reporter seine Informationen haben könnte. Ist mir schon klar. Hab schon. 30.000, ey. Ich will das anschließen. Komm schon, es kann doch nicht so teuer sein. Wilsonhof. 5.000 Zinsen, mein Gott. Banditerfinder. Nehme ich mit. Das ist auch so verführerisch, ne? Andauernd zu investieren. Für Fracht 40 km/h. Die G&M American. Oh, die neue Lokomotive sieht aber abenteuerlich aus. Nee, die ist nicht abenteuerlich, die passt schon. 19. April 45. Ein Jahr haben wir noch Zeit, das anzuschließen. Wir brauchen Geld. Brauchen Geld. Das schaffen wir nicht hier, die Industrie zu holen. Leider. Schön wär's. Ja, liegt genug. Der fährt jetzt los. Dann müsste er eigentlich mitnehmen können. Holz. Ja, kann er noch einen. Mach dir keine Sorgen. Deinem Mitarbeiter wird es bei mir an nichts fehlen. Versprochen. Wie ich das hasse, ne? Dieses Abwerben, das geht mir so auf den Puffer, ey. Ich würde am liebsten ganz in Ruhe mit euch aufbauen. Aber, das ist echt krass. So, Wilsonhof. 127.000 brauchen wir. Kommt nicht so richtig was rein, ne? Das ist gerade ein bisschen tricky. So, neuer Lokführer. Zugliste. So. Dann mach mal.
53.000 auf der Kante. Wir brauchen mindestens 127.000. Damit wir das hier angeschlossen bekommen. 45 schaffen wir nicht. Nicht mit dem mageren Umsatz. April, Februar. Jetzt sind wir so ein Wettrennen gegen die Zeit. Ja. ja, weil die hier nicht so richtig aus dem Quark kommen. Wo liegt das Problem? Zu geringe Wartungsintervalle? Schlechtes Brennmaterial? Inkompetentes Personal? Nee, das Problem ist Geldmangel. So, was haben wir denn hier? Nochmal, Philadelphia 069. Hast du den Spion nicht bemerkt? Er hat mir was Nützliches mitgebracht. Diese Lokomotive kannst du direkt in die Schrottpresse fahren. Naja, du mich auch. Ganz ehrlich, du gehst mir auch auf den Puffer. Ist das erbärmlich? Ganz ehrlich, es ist so erbärmlich. Lass mal kurz gucken. Wenn wir die verkaufen, kommen wir 63.000. Will ich aber nicht. Schaffen das auch so. Verkauft das jetzt nicht. Wir werden den jetzt anschließen. Wollte eigentlich die Prämie haben, aber ja, es wurde uns ein Strich durch die Rechnung gemacht. Und der nimmt hier nichts mit. Was eigentlich schade ist. Wenn wir die Strecke hier machen könnten, dann könnten wir hier wunderbar mit da drauf gehen. Aber nein. So, das ist auch angeschlossen. Brauchen wir Kohle für die Lokomotive. Vorgefertigte Brückenteile, 105.000, das ist ja, boah. Okay, das, der nimmt ordentlich mit, das ist auch okay. Kannst du denn, brauchen die denn hier noch was? Wie heller. Bedarf 0,1. Eigentlich nicht. Wir müssten den Bedarf erhöhen. Dafür brauchen wir aber ein bisschen Klimpergeld. Es mangelt einfach nur an der Kohle. Kohle ist gerade das große Problem. Wird den Profit durch transportierte Post um 3%. Du solltest mal nach deinem Zug schauen. Ja, du mich auch. Ständig irgendwelche Dinger. Neuer Zug, Zuglinie von hier. So. Was kostet uns denn die Philadelphia? Die kostet für Fracht. 44.000 können wir nehmen. Komm, nehmen wir auch. Port Augusta wendet sich ab, ja. Ach, stell dich nicht so an. Ein bisschen schlechte Presse hat noch niemandem geschadet. So, warte mal kurz. Den Lokführer können wir auch noch reinpacken. Ja, gucken wir an. Ich hoffe, jetzt kommt mal richtig was rein hier. American Central hat schnellsten Zug. Wenzella 404 erreicht 90 km/h. Eine Rakete. Sag ich euch, eine Rakete. So. Okay, hier kommt er nicht klar. Da müssen wir jetzt mal einen Versorgungsturm hinbauen. So, Aufgabe fehlgeschlagen. Fängt ja gut an, ne? Erziele in einem Jahr 499.500.
Wir haben gerade mal 93.000 geschafft. Das ist echt... Das ist echt hart, ey. Mein Spion hat eine kleine Qualitätskontrolle in deiner Entwicklungsabteilung durchgeführt. Ja, du mich auch. Mach mal ruhig. So, jetzt nimmt er schon mal wieder weniger mit. Oder? Ja. Schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. So, in Ordnung. Port Augusta kritisch, ja. Mein Reporter hat deinen Laden mal genau unter die Lupe genommen. Das sehe ich aber anders. So, jetzt erstmal kurz gucken, was kostet uns der Spaß, wenn wir das hier direkt anschließen? 5 Millionen. Alter, das ist ja 2 Millionen. Bis wir hier durchkommen. Da sind wir ja ewig unterwegs. Kommen wir nicht hier irgendwie günstiger durch, irgendwie? Ey, ich will nicht die Millionen hier Grenze sprengen, ganz ehrlich. 1,4 Millionen, um da anzuklemmen. Boah. Na Hut ab, ey. Da können wir noch richtig Gas geben. So, wir haben mal wieder Punkte. Reduziert den Verbrauch von Wasser, Sand und Schmiel um 10%. Oder die Dragon. Km/h. Ja, komm, wir nehmen den Verbrauch senken. Oh nein! Da scheint ja einer deiner Züge ein Problem zu haben. Ja, natürlich. Und du bist unschuldig dran. Ein Schluck trinken. Lass uns mal laufen. Also von Petersburg da rüber zu kommen, ist echt ein Albtraum. Ganz ehrlich, ist echt ein Albtraum. Mit einer Million, das schaffen wir doch im Leben nicht. Zugbegleiter, was kannst du denn? Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Was haben wir hier? Reporter, ein Professor. Auch dich nehmen wir mit. So. Zugliste. Probleme in Port Augusta. Freust du dich? Ich hab dir einen Artikel in der Zeitung verschafft. Zuweisen. Jetzt warte mal. Parker, Perry, Port Augusta, Warenko, Vilhalla. Komm. Machen wir mal so. Prämie für neue Industrie. 105.000. Ja, wir haben nicht genug Kohle, um da was zu machen. Ich würde gerne Speisewagen. Würde so gerne, ne? Ich würde wirklich gerne hier was machen. Aber wir könnten versuchen, mal Broken Hill mit anzuschließen. Ja, oder auch nicht. Der liegt nämlich nicht mehr in unserem Bereich. Was haben wir denn hier noch? Mary. Wenn wir dich anbringen, du wärst noch im Bereich, glaube ich. Ja, war eine Wahnsinnsstrecke. Aber die würden Nachfrage haben, definitiv. Weil da du einen Bahnhof in Petersburg noch nicht mit deiner Heimatstadt verbunden hast. Oh, na toll. Weil wir das noch nicht verbunden haben, kann ich da nicht weiterbauen. Das ist doch...
bin Popolores. So. Ich werde mir jetzt mal ändern. Sagte, ich werde mal ändern. Valhalla machen wir mal weg und machen. Du solltest mal nach deinem Zug schauen. Machen wir mal so. Schicken wir dich mal darüber. Soll ich einen 1,7 Millionen zusammenkriegen? Das ist ja 100%. Das klappt 100%. Wie sieht's hier aus? 88%. Wie viel Nachfrage habt ihr noch? Ich hab dir einen Spion rübergeschickt. Das macht dir doch sicher nichts aus. Lager ist voll. Habe ich? Boah, das ist aber... Ich hoffe, dass keiner mitbietet. Natürlich. Macht's einer? Komm. Ah, blöde. Ja, super. Verdammt, ich wollte das kaufen. Ist das ärgerlich. So. Tschu-tschu! Entschuldigung, ich habe mich mitreißen lassen. Ja, und leider gehört uns jetzt das nicht. Das ist ärgerlich. Verdammt ärgerlich. So, das. Okay, das scheint jetzt wieder zu funktionieren. Ihr nehmt wieder was mit. Ich hab mal bei dir rumfragen lassen, ob nicht jemand zu mir wechseln will. Du solltest mal nach deinem Zug schauen. Ärgerlich. Wirklich ärgerlich. 214.000. Wir sollten mal eventuell... Eine Expressstrecke, wirklich nur eine Expressstrecke. 1,4, wir werden mal die Planung löschen. Eine Expressstrecke bauen. Geht die da rauf? Können wir das da vernünftig machen? Nein. Dann machen wir so. Ja, Gleise richten, bla bla blub. Signalchen. Und hier gehen wir. So hin. Dann eben nicht, mein Gott. Dann machen wir es nochmal neu. So, jetzt muss es aber gehen. Dann werden wir jetzt einen Expresszug bauen. Zuglinie von hier. Nach Port Augusta und zwar nur Passagiere und Post. Jetzt gucken wir mal. Du bist geeignet für Express. Du bist unser schnellstes Stück. Mach mal. So. Fracht gemischt. Ist das hier? Um 20%. Wow. Das Problem kenne ich. Diese verfluchten Heizwasserpumpen. Wieso will er hin? Ich will hier kein Stoppsignal. Gehen Sie mal. Meine Güte, du sollst doch bloß da ein Signal hinbauen. Das kann doch nicht so schwer sein. Hat der hier wieder Probleme?
So, warte mal kurz. So, du? Warte mal kurz. Also, du? Brauchst ein Stoppsignal. So, dann... Noch eins. Ja, dann kann er nämlich da nicht rüber. So, und jetzt... Okay, warte mal. Also Signale ist wieder so eine Sache bei mir. Ich liebe es mit den Signalen. Du hast Probleme, du kannst nicht fahren, weil du nicht rüberkommst, ne? Rektor, jetzt kommt er nicht rüber. Das ist aber okay. Der fährt, der will nicht. Okay, der fährt rüber. Der wartet immer noch, der kommt hier nicht klar. Was ist denn hier wieder los? Der kommt nicht klar. Sollst du eigentlich nur die Richtungssignale angeben? Das gibt es in Benutzung erneut. Ja, okay, du sollst in die Richtung. Und du sollst in die Richtung. Kann doch nicht so schwer sein. So, dann mach mal. Ja, jetzt geht es. Hoffe ich doch zumindest. Wartet auf Paul Augusta, weil der nicht... Oh je, da scheint es ein kleines Problemchen mit deiner Lokomotive zu geben. Nein, nein, kein Problem. Ging alles im Griff. So, du willst ja dann in die Richtung. Und du willst aber auch gleichzeitig in die Richtung. So, dann haben wir das. Jetzt gucken wir mal. Dann mach mal. Okay, der fährt jetzt. Das klappt, aber der andere will noch nicht. Der hängt jetzt hier irgendwo in der Botanik. So, kannst du jetzt mal fahren, Freund? Warten auf Augusta, ja. Mann, 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 das ist doch schon wieder... Dann bauen wir jetzt halt noch ein drittes Gleis hier lang. Ja, was auch dafür nur gedacht ist... So, jetzt fahr doch mal. Okay, jetzt nimmt er das Gleis. Jetzt hat er eine Panne noch nebenbei. Das ist der Wahnsinn. Kalifornien, neuer Bundesstaat. Yay!
Mach dir keine Sorgen. Deinem Mitarbeiter wird es bei mir an nichts fehlen. Versprochen. Okay, Bahnpolizei erhöht die Transportvergütung pro Frachtwaggon um 4%. Da sagen wir nicht nein. Personal, Chefingenieur, Reporter. So, jetzt mischen wir auch mal ein bisschen mit. Chefingenieur, was haben wir denn dann? Wieder einer? Unterhöht. Oh, 17%. Verdammt, nee, den können wir nicht nehmen. Lassen das mit den 17%, das ist besser. Ich finde. Gegendruckbremse. Reduziert den Wartungsbedarf einer Lokomotive. Nee, will ich jetzt nicht. Wir müssen versuchen, Geld zu machen. Das ist viel wichtiger. Hä? Da ist doch nix. Ist doch nix. Oh nein. Da scheint ja einer deiner Züge ein Problem zu haben. Ja, ja, du mich auch. So, okay, versuchen wir es mal damit. Kann ich denn jetzt hier hinten was bauen? In Mary? Ja, kann ich jetzt anscheinend. Mary. So, die wollen ja alles Mögliche. Ah, Mann! Immer noch nicht. Verdammt! Oh, Port Augusta wächst, das ist gut. Port Augusta wendet sich ab. Mein Reporter hat deinen Laden mal genau unter die Lupe genommen. Wie sieht's hier aus? Es ist echt grad. Wir sind zwar jetzt relativ gut dabei. Aber da geht noch mehr. Was ist hier los? Wähle ein Gleis, ob die den Abschnitt nutzen. Brauche ich nicht. Lokführer. So, okay, mach das mal. 3000 ist nicht so viel hier. Anschlussprämie. Kann ich da was bauen? Oder meckern die hier auch? Ich denke mal, die werden hier auch meckern. Gehen wir mal um. Ne, das geht komischerweise. Das ist so teuer. Prozent, 9. Ja, es ist so schweineteuer hier. So, und dann können wir eventuell den hier anbringen. 224.000. Na, vielleicht schaffen wir es ja. Dann nehmen wir die Prämie nämlich dann mit. Unglaublich! Wer hat diesem Primaten das Schreiben beigebracht? Oh, ärgerst du dich, dass ich mich mal wehre? Oh. Was ist das jetzt hier? Erlaubt bei Zügen die Verwendung des Speisewagens. Diese Technologie gehört nun mir. Danke für die Arbeit. Ja, du mich auch. Mieser Sack, du. Mein Reporter hat deinen Laden mal genau unter die Lupe genommen. 224.000. Port Augusta. Wenn wir das hinkriegen, wäre geil. Dann können wir nämlich hier auch irgendwie Stoffe oder sowas hinbringen.
Zinsen fällig, Mann. Komm. Also die sind echt nicht ohne. Prämie für neue Industrie. In Mount Gambier. Das ist ja am Popo der Welt. Ist das noch in unserem Bezirk? Tatsächlich. Ist das noch in unserem Bezirk? Wahnsinn. Ich hab mal bei dir rumfragen lassen, ob nicht jemand zu mir wechseln will. So. Jetzt haben wir das angeschlossen. Prämie haben wir auch bekommen. Jetzt gucken wir nochmal nach einem Versorgungsturm, den wir hier auf jeden Fall bauen müssen. Du solltest wirklich besser.